Apropos, werden Sie sich impfen lassen? Na sicher nicht. Nicht? Also, na, Herr Fellner, wie komme ich denn dazu, mir irgendetwas injizieren zu lassen, was hinten und vorne nicht ausgereift ist und wo kein Mensch weiß, was da die Nebenwirkungen sein werden? Also das ist doch vollkommen klar, dass dieser Impfstoff in einer unglaublichen Geschwindigkeit entwickelt worden ist und der Fachbegriff für sowas ist Notverfahren. Der ist in einem Notverfahren entwickelt worden. Und wenn Sie mit den Experten reden, dann sagen die, ja, wir haben das eigentlich nicht testen können, sondern wie sich das dann auswirkt, das werden wir jetzt feststellen, wenn wir dann weite Teile der Bevölkerung getestet haben. Ja, natürlich ist das so. Natürlich. Also wir haben da schon ein Unternehmen, das BioNTech, das ja auch an der Börse ganz hoch gehandelt wird, übrigens sogar österreichisch teilweise, ist, auf das sollte man eigentlich stolz sein, oder? Ja, ich meine, wenn es funktioniert, aber ich verstehe nicht, dass man ein solches Gesundheitsmassenexperiment da durchführt. Das verstehe ich schon, dass also das Unternehmen... tun Sie das? Ja. Dass das Unternehmen ein Geschäft macht. Aber ich kenne Sie als extrem mutigen Menschen. Sie kraxeln ja da auf weiß ich welche Steilwände und Nordketten und Südketten und Überhänge und Felswände hinauf. Da kommt zur Verimpfung mehr oder weniger auch nicht an. Das würde ich so nicht sehen. Deswegen muss man darauf achten, dass man körperlich unversehrt ist. Ja. Und ich glaube, es geht vielen so. Und ich habe jetzt gerade auch mit vielen Frauen, mit vielen Müttern auch gesprochen, die sagen, also das ist ja unverantwortlich, jetzt als Elternteil zum Beispiel herzugehen und zu sagen, ich lasse eine solche Impfung, die nicht erprobt ist, dauert ja normalerweise 10 Jahre, bis sowas zu lassen. Lass uns mal ausreden. Ja? Ich bin nicht gegen die Impfung, sondern so etwas muss erprobt sein, so etwas muss durchgetestet sein. Es ist ja kein Zufall, dass das bei anderen... 10 Jahre, Entschuldigung, wir können jetzt ja nicht 10 Jahre im Lockdown sein, nur weil sie Angst vor der Impfung haben. Haben Sie eine Garantie, dass diese Impfung Sie schützt? Ihr Herr Franz, der immer da bei Ihnen sitzt, als Corona-Experte, sagt... Ein Corona-Kritiker. Er sagt ja selber das, was nie dazu gesagt wird. Wenn Sie sich gegen Masern impfen lassen oder gegen Hepatitis, dann haben Sie eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich weder infizieren, noch dass Sie krank werden. Wenn wir von der Impfung reden, dann reden wir davon, dass vielleicht der Verlauf ein milderer ist, aber keine Rede davon, dass Sie sich nicht infizieren oder dass Sie nicht krank werden. Das muss man den Menschen ja dazu sagen.